Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unsere Raumstation, wo ist sie denn? Ist sie das da? Ich glaube, das ist unsere Raumstation. Mit Forschungsdaten versorgt und wir haben unsere Astronauten gerettet. Also wir haben jetzt 4 Leute auf unserer Raumstation und dieses Schiff hier angedockt. Und es gibt jetzt diverse Probleme. Oder diverse Dinge, die wir lösen müssen. Das erste ist, dieses Schiff kann nur mit einem Piloten fliegen. Aber es kann nicht landen. Mein ursprünglicher Plan war eigentlich, dass ich das Ding hier halt einfach in der Atmosphäre verglühen lasse. Tatsächlich ist es aber jetzt irgendwie ein Teil des Schiffs geworden, weil wir können es nicht abdocken. Also wir können schon abdocken, aber wir können es dann nicht mehr in die Atmosphäre steuern, ohne einem der unserer lieben Kermans. Und das ist schlecht. Und wir können zwar einen reinsetzen, aber der würde den Wiedereintritt wahrscheinlich nicht überleben. Ich weiß nicht, ob man mit auf SpaceX-Variante wieder eintreten kann, dass man quasi sich retrograd ausrichtet und dann mit einem Re-Entry Burn und einem Landing Burn dann landet auf der Erde. I don't know, vielleicht. Aber ich glaube auch nicht, dass die Komponenten das hier aushalten und das wäre generell auch viel zu gefährlich, glaube ich. Deshalb, ich weiß noch nicht, was wir mit dem Schiff machen. Was auf jeden Fall noch kommen wird, ist ein Rettungsschiff. Was heißt ein Rettungsschiff? Gerettet sind sie ja, sie sind hier, ne? Ein sagen wir mal, Heimflugschiff, das dann hier andockt und die dann quasi zusammen mit einem Fallschirm wieder zurückbringt. Und ja, aber das ist erstmal nicht so relevant. Was relevant ist, ist vor allem Forschung. So, und da habt ihr mir auch gesagt, es können maximal genau 500 Wissenschaft hier drin sein. Wir kriegen 9 Wissenschaft am Tag und wir haben 372 von maximal 750 Daten. Okay. Was der Plan ist, ne? Der Plan ist, ist hier eigentlich alles in Ordnung? Ja, elektrischer Strom, das ist eigentlich alles, was interessiert. Alexa, stopp. Ist heute ein bisschen, die ist jetzt schon ein paar Mal angegangen, obwohl ich sie nicht gemeint habe. Amazon, ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber es wird mir unheimlich langsam. Okay, wir haben hier eine Menge Strom, wir haben die Panels, also wir haben genug Strom. So, da mache ich jetzt weniger Sorgen. Wir müssen jetzt die Zeit rumkriegen und dafür würde ich jetzt mal in die Map gehen und unsere Sonde hier raussuchen. Nee, eine Sache wollte ich noch ändern. Das habe ich nämlich auch gesehen. Also vielen Dank auch für das Docking-Tutorial-Video beziehungsweise die Docking-Tutorial-Videos. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das nächste Mal anständig hinzukriegen. Und da habe ich aber was anderes noch gesehen, was ich nicht wusste, dass das geht, was aber nice ist. Und zwar jetzt die Frage, wie man das hier ändert, ne? Was ist hier das Hauptelement? Gibt es hier überhaupt noch ein Hauptelement? Oder haben wir das komplett abgedockt? Weil irgendwo kann man das Teil umbenennen, habe ich gesehen. Und da kann man das dann auch endlich mal als Space Station auch wirklich konfigurieren. Haben wir hier irgendwo... Na, da haben wir alles mit Batterien voll. Hier. Da ist er. Raumfahrzeug umbenennen. Und hier können wir Station machen. Ha! Und jetzt sehen wir hier ein Raumstationssymbol. Nice! Jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Okay, jetzt können wir uns um die wichtigen Dinge kümmern. Okay, die Discovery. Die Discovery ist ein kleines Problemkind.
Denn warte mal. Wir müssen dann, glaube ich, da hinwechseln, damit es uns vernünftig angezeigt wird. So, da ist sie. Unser Empfang wird er bald abreißen, ne? Und wir haben ja hier vorne einen Manöverpunkt. Und ich bin nicht sicher, inwiefern das mit diesem Manöverpunkt hier funktionieren kann. Also wir verlieren die grundlegende Steuerung auf jeden Fall. Das weiß ich schon mal. Die Frage ist, was gehört alles zur grundlegenden Steuerung, ne? Also hier ist unser Manöverpunkt. Das sind noch 100 Tage. Ich würde sagen, wir fliegen mal so die Hälfte der Strecke ab. Also bis hier. Also wir sind jetzt in der ganzen Zeit so weit geflogen. Und jetzt würde ich einfach mal hier so hingehen. Und hierhin vorspulen. Das sind 22 Tage, die wir vorspulen. Wir haben jetzt noch nichts gemacht, ne? Also wir können zur Not, falls irgendwie irgendwas explodiert, einfach wieder laden. So, wir sind hier im maximalen Vorspulmodus. Ne, nicht mal. Wieso nicht? Vielleicht ist das ein Problem mit dem maximalen. Vielleicht funktionieren da dann die Berechnungen auch nicht so richtig. Ich weiß es nicht genau. So, aber unser Empfang müsste... Jetzt ist unser Empfang weg. Eingeschränkte Sondensteuerung. Okay. Aber wir sehen noch Dinge. Das ist schon mal grundsätzlich gut, glaube ich. Wir fliegen hier mit 10.000 Meter pro Sekunde. Wir werden ein bisschen langsamer. Okay. Noch 4 Tage. Noch 3 Tage. Noch 2 Tage. Noch 1 Tag. Noch 24 Stunden. Und wir sind da. Definitiv kein Empfang mehr. Aber kann ich noch? Okay. Eingeschränkt. Ich kann nicht mehr Gas geben und nicht mehr bremsen und ich kann nicht mehr mit WASD steuern. Was ist denn dann bitte eine eingeschränkte Sondensteuerung, bitte? Ich meine, das ist ja mehr als nur eingeschränkt. Das ist nicht existent. Ich weiß noch nicht, was wir mal. Also wir könnten im Worst Case, ne? Also ich bin nicht absolut kein. Wenn es irgendwie zu verhindern ist, nicht. Im Worst Case können wir hier in dem Schwierigkeitsgrad-Modus. Können wir nicht mal, ne? Wir können es nur schwerer machen. Ich wollte gerade sagen. Reichweitenmodifikationsfaktor. Okay, also wir könnten theoretisch ja ums 100-fache die Reichweite kurzfristig hochschrauben. Das würde unser Problem wahrscheinlich lösen. Bin ich kein Fan von, muss ich zugeben, ne? Bin ich kein Fan von. Aber ich weiß nicht, wie wir unsere Sonde halt so retten sollen, ne? Das ist die Sache. Wobei. Sind wir eigentlich schneller oder langsamer als Kerbin? Nee, aber so, das ist viel zu weit weg so. Da ist Duna, da ist das. Ah, das ist viel. Müssen wir gucken. Müssen wir einfach gucken. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Weltraumzentrum. Und dann nochmal in unsere Raumstation. Da sollten nämlich jetzt ein paar hundert Wissenschaftspunkte auf uns warten. Oder? 50 Tage? 90 pro 10 Tage? Da sollten schon... sollte fast voll sein. Hier, wo ist unsere Station? Da. Wie viel
habt ihr geforscht? 200 Wissenschaft haben die nur. Oh, das reduziert sich die Rate. Okay. Okay, okay. Also wir brauchen definitiv mehr Zeit. Okay, wir haben jetzt ordentlich vorgespult. Das ganze System hier hat sich ein Stückchen weiter bewegt. Unsere Discovery-Sonde, sehen wir die überhaupt noch? Ja doch, die ist hier. Alles cool. So. 350 Wissenschaft. 400. Okay. 500, jetzt ist voll. Gut, 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 gut. Dann können wir die jetzt Wissenschaft übertragen. Das dauert und braucht wahrscheinlich eine Menge Strom. Oh, das braucht richtig viel Strom. Aber ist okay, wir haben genug Strom. Oder? Nee, Moment, wir sind nicht in der Sonne. Und der zieht uns gerade die Batterie leer in einem rapiden Tempo. Was mir ganz anders wird. Alter, wie viel Strom braucht das? Können wir die Übertragung kurz abbrechen oder so? Boah, so weit habe ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht erwartet, wie es die Akkus hier leer saugt. Was passiert, wenn jetzt, also außer dass der Strom aus ist? Daten abgebrochen. Keine Crewsteuerung. Ist das ein Problem? Brauchen die Lebenserhaltungssysteme offenbar nicht? Okay. So, irgendwann sollten wir wieder Strom bekommen, weil aktuell ist das Ding quasi faktisch tot. Okay, wir lassen die Batterie noch mal kurz ein bisschen aufladen. So. Ruhig komplett aufladen, sicher, sicher. Okay, und jetzt nochmal Wissenschaft übertragen. Okay, er fängt dann nochmal von neuem an. Aber, nee, es sinkt trotzdem. Obwohl die ganzen Solarpanels gerade Energie für uns produzieren. Holy. Okay, damit habe ich auch wieder nicht gerechnet. Damit habe ich auch wieder nicht gerechnet, muss ich zugeben. Können wir das Schiff hier irgendwie besser ausrichten oder so? Mehr Richtung Sonne? Irgendwie. Weiß ich nicht. Sieht nicht unbedingt danach aus, ne? Na, ja, die Batterien hier werden auch mit leer gezogen. Problem. Jetzt haben wir hier 500 Wissenschaft. Wir können es nicht übertragen. Nein! Was bringt uns das hier eigentlich? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Okay, wir stoppen die Forschung erstmal. Weil bringt ja gerade nichts. Ja. Okay, in diese Ausrichtung. Scheint es am meisten aufzuladen.
wie es aussieht. Ob wir das Ding nochmal retten können, wenn wir... Ach Quatsch, nicht Forschung, sondern Wissenschaft übertragen. Wenn wir so ausgerichtet sind. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So scheinen wir maximal... Noch nicht mal maximal. Aber sehr, sehr gut unsere Solarpanels auszulasten. Können wir das vorspulen? Ah, können wir vorspulen. Ah, wir schaffen 90%. Nein, nein, es reicht um ein paar Prozent nicht, ne? Oh, sie kämpfen, sie kämpfen. Ne, Übertragung abgebrochen, Mist. Aber warte, warte. Wir können es vielleicht noch besser nach Kerbal ausrichten. Was dann am Ende... Wenn wir nur perfekt ausgerichtet sind. Ups. Wenn wir nur perfekt ausgerichtet sind. Von wo steuere ich eigentlich? Ich möchte von hier steuern, ne? Das ist hoffentlich klar. Wenn wir nur perfekt mit unseren Solarpanels ausgerichtet sind. So, 16, 17. So müssten wir doch perfekt ausgerichtet sein, oder? So, jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Batterie wieder voll ist und bis dahin... Ist es wahrscheinlich wieder nicht ausgerichtet. Na, das ist zu erwarten. Ja, wobei. Doch. Ist, glaube ich, noch ganz gut ausgerichtet. Warten wir noch ganz kurz, bis die Solarpanels richtig gedreht haben. Haben wir noch irgendwelche, die wir noch nicht ausgefahren haben? Irgendwie nochmal Bonus. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube nicht, ne? Alles, was irgendwie Solar hat, ist ausgefahren. Jetzt wäre das andere Ding praktisch gewesen, das wir abgekoppelt haben. Jetzt wäre es praktisch gewesen. Da waren nämlich noch Solarpanels dran. Okay, die haben jetzt keinen. Kein Ding, ne? Wissenschaft übertragen. Das ist ein knapper Kampf zwischen Strom und Wissenschaftsdaten. Ja, 100% übertragen. Hoho, ganz kurz bevor es leer war. Okay, Forschung wieder anschalten. Alles klar. Hui. Ey, dass ich eine Folge mache, in der wir Daten übertragen, das hätte ich auch nicht gedacht. Da müssen wir jetzt aber schon noch sinnvolle Sachen machen. Wie zum Beispiel unsere Punkte ausgeben. Okay, jetzt gut nachdenken. Kein Scheiß kaufen. Das hier wäre zum Beispiel was Gutes, ne? Das ist ein besseres SAS und eine Hochleistungsantenne. Und eine Hochleistungsantenne. Das wäre schon mal ganz gut. Was haben wir hier noch? Solarmodule, andere Akkukasten, Brennstoffzelle, Temperaturregelungssystem. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Elektronik. Oh, eine richtig fette Relaisantenne. Seismischer Beschleunigungsmesser. Aha. Seine Garantie erlischt, wenn das Gerät geschüttelt oder im Vakuum aufgesetzt wird. Ist klar.
Und das ist auch, das sind ziemlich gute Antennen, aber 300 Punkte ist, glaube ich, ziemlich teuer. Was haben wir hier? Landung. Boah, bessere Landebeine. Boah, das braucht, das, da kommen wir nicht drum rum. Das nehme ich direkt. Hier hätten wir nochmal bessere Landebeine, aber ob wir noch bessere brauchen, ist natürlich auch wieder die Frage. Ja, für ein Space Shuttle reicht es im Moment noch nicht. Eine Greifeinheit, um sich an einem Asteroiden festzugreifen, weiß ich nicht. Nochmal ein paar Tanks und Triebwerke, okay. Präzisionsantrieb. Das sind so Antriebe für so Landeeinheiten, ne? Technik für schwere Raketen. Ein richtig fettes Triebwerk. Okay, das will ich. Okay, das ist zu teuer. Das sind so... Das hier ist jetzt so Saturn 5 Klasse, ne? Das ist too much. Nuklearantrieb. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall das da. RFS-Tanks. Große RFS-Tanks. Und ein Jumbo-Treibstofftank. Ich glaube halt, dass wir das am wenigsten brauchen. Ich glaube wirklich, dass wir das am wenigsten brauchen. Raketenmaße, Strukturplatten, eine noch größere Schutzummantelung. Nee, die brauchen wir auch nicht. Feldforschung. Externer Kommandositz. Extern lässt sich ein Raumfahrzeug wie aus einer Kapsel steuern. Okay. Roverräder. Roverräder wäre natürlich auch was, ne? Also gute Roverräder, nicht den Mist. Ah, nee, können wir uns eh nicht leisten. Okay. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Okay, ich glaube, wir können uns nur noch eine Sache leisten. Ne, die beiden können wir uns auch nicht mehr. Gut, dann können wir uns eh nur noch das hier leisten. Ansonsten hier. Ja, noch eine andere Kommandokapsel. Das ist natürlich alles nicht verkehrt, ne? Nochmal ein noch größeres Reaktionsrad ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Präzisionsingenieurkunst mit der großen Antenne und dem besseren SAS. Das ist es. Wir hätten jetzt noch was für Luftfahrt. Aerodynamik. Um halt irgendwie ein Space Shuttle oder sowas zu bauen. Hyperschallflug. Aber Space Shuttle ist momentan zu teuer. Ah nee, das hier können wir noch. Ah, noch mehr Triebwerke. Okay, das nehme ich gerne noch mit. Okay. Dann ist die Sache, wir müssen unsere Piloten wieder zurückbekommen. Und dafür können wir ja jetzt auch unseren neuen Supertypen benutzen. Das heißt, wir brauchen ja unseren neuen Supertypen hier. Check. Und dann brauchen wir einen. Ja, mit welchem Schiff landen? Oder wie landen wir das Schiff jetzt am besten? Wir brauchen eigentlich einen Aufbewahrungsbehälter, vor allem für zwei Leute. Wie viel passen hier rein? Eine Person. Das ist wenig. Da auch nur eine. Nee, das ist ein... was anderes. Okay, neue Tanks finde ich gut. Neue Triebwerke finde ich auch gut. Ah ja, wir haben jetzt dieses Riesenteil. Ne? Wie viel Schub hat das? 1,3 Meganewton. Hier und 1,5 Meganewton im Vakuum. Und unser Bestes bisher ist halt einfach mehr als doppelt so viel Schub. Alles klar. Und was, wie effizient ist das, dass das dir dieser Triebwerk ESP war das, ne? 280 bis 320. 285 bis 310. Okay, nicht ganz so effizient, aber es macht halt ordentlich Wumms. Okay. So, ich glaube, da reicht so ein kleines Steuerrad. Ich weiß nämlich nicht, ob der ein Reaktionsrad integriert hat. Kann schon sein, aber
I don't know. Dann brauchen wir. Ich meine, wir müssen nur Leute aus dem Orbit holen, ne? Sonst nichts. Das klingt nicht so schwer. Wie viel passt denn da rein? Das hier wäre doch eine gute Landekapsel, oder? Wäre das eine gute Landekapsel? Passen da zwei Leute rein? Es passen zwei Leute rein. Okay, also das wäre eine gute Landekapsel. Einen Dockanschluss brauchen wir noch. Ein Klemmotron. Ja, wir brauchen den großen. Ich glaube, wir müssen irgendwie versuchen, das hübscher zu machen. Besser einzupacken. So wird das nichts. Weil ich möchte das nicht in Fairing packen müssen. Öffnen. So. Dann sind die Sachen hier schon mal drin. Auch angedockt. Schließen. Gut. Dann ist das hier schon mal drin. Sehr gut. Dann brauchen wir eben jetzt eine Spitze. Am besten mit einem Fallschirm. Eine Spitze mit einem Fallschirm. Nee. Hier. Mit einem dicken Fallschirm. Und zur Sicherheit könnten wir hier noch Bremsschirme dran machen. Symmetrie. Vier Bremsschirme. Die erstmal bremsen. Ne? Erst bremsen die vier Bremsschirme. Und dann, hallo? Kannst du das bitte alles einklappen? Okay. Und dann bremst der Hauptfallschirm. Und da unten kommt jetzt das Hitzeschild dran. Ist das das Richtige oder was ist das hier für eins? Oha, okay. Ja, Saturn 5, so weit sind wir noch nicht. Dann. Genau, das Ding kann auch sonst nichts, richtig? Richtig. Dann einen Koppler. Und Tanks. Ja, wir können hier schon die. Nee. Nicht die. Die hier. Der sollte ja eigentlich schon reichen, der Tank. Das sind alles zu große Dinger, ne? Ja. Hier kann man Schwenker dran machen und dann. Ich hoffe, wir kriegen das Ding so hochgewuchtet, aber ich denke mal schon. Weil der hier soll nur zum Manövrieren und Co. sein. Apropos Manövrieren. Haben wir jetzt einen normalen Tank für RFS gedünnt? Haben wir einen normalen Tank? Mondtreibstoff. Externer Treibstofftank. Nee, wir haben weiterhin nur das Ding für Monotreibstoff. Ja, nee, dann bringt uns das nichts. Dann muss das hier dran. So. Das soll. Ja, doch, die Tanks, die können ruhig hier noch mit dran. Passt schon. So, und die dürften jetzt auch beim Steigen nicht so einen großen aerodynamischen Impact haben. Nein, was machst du? Ich glaube, ich muss es aufgeklappt lassen. Ich muss es hier dran anfassen, ja. Okay. Gut, dann
Boah, wir haben schon länger keine Rakete mehr gebaut, ne? Merke ich gerade. Einen Koppler. Eine Koppler. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wo alles ist. So. Und hier der ganz große Tank. Gut, wir haben jetzt auch sowas. Aber nee. Nicht dafür. Triebwerke. Triebwerk? Nee, ist mit Tank, ne? Das müsste auf jeden Fall mit Tank sein. Hier. Ist schon okay so. Ist schon okay so. Und dann nehmen wir hier nochmal einen Schwenker. So, und jetzt haben wir aber wahrscheinlich... Doch, wir haben jetzt immer noch ein positives Schubgewichtsverhältnis. Krass. Im Vakuum oder was? Ne, auf Meereshöhe, auf Körbin. Okay, das ist nice. Also das Ding schafft ordentlich was weg. Das ist hervorragend. Denn so können wir jetzt noch Booster dran machen. Und wenn wir die Booster absprengen, haben wir immer noch ein positives Verhältnis. So, wir können auch ein bisschen größere Booster. Okay, ist vielleicht ein bisschen overpowered, ne? Probieren wir mal. Also ich glaube, die sind besser auf jeden Fall. Nur wir sollten das Teil dann doch eher da dran machen. So, dann machen wir erstmal den Hydraulik-Entkoppler dran. Und dann schieben wir den Spaß hier runter. Das war auch so ein Tipp von euch mit dem oben abkoppeln und es hat sich immer wieder als hervorragender Tipp bewährt. Starre Verbindung aufs schwerste Teil. Brauchen wir hier noch Verstrebungen? Nee. Schließen. Und dann haben wir noch Aerodynamik. Spitze. So. Ja. Crew Recovery Orbiter. V1.0. CRO V1.0. Also ich sag mal, in Namenskonventionen, glaube ich, bin ich der NASA definitiv ebenbürtig, oder? Was meint ihr? So, hier sind die Schirme. Wird abgekoppelt. Kann man gleich hier mit dem Triebwerkstart verbinden. Genauso wie hier. Nee, warte. Boah, das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Das hier soll nur abkoppeln. Und die beiden Sachen hier sollen gleichzeitig passieren. Und das Triebwerk wollen wir gleich zum Start zünden. Also wir wollen alles zum Start zünden. Und dann wollen wir nur die Booster abkoppeln. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Aber... Nee, wir haben die... Starthilfen vergessen, ne? Ja, nee. Wir gehen nochmal zurück. Zum Fahrzeugbau. Wir machen noch die Startdinger dran. So. Jetzt können wir starten. Okay, wir können nicht starten. Nee, wir können doppelt nicht starten. Oh Gott, nee, wir können dreifach nicht starten. Wir können dreifach nicht starten. Oh mein Gott. Oh Gott, bin ich dumm. Okay. Wieso können wir dreifach nicht starten? Erstens. Das da. Huch. Zweitens. Möchte die Crew vielleicht auch irgendwie da reinkommen. Ne? Deshalb wäre so eine Luke vielleicht nicht schlecht. Ich
Das ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube, so eine Luke wäre eine nette Sache. Ich hoffe, das geht mit dem Luftwiderstand. Boah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, und das dritte ist auf jeden Fall auch. Wir brauchen vielleicht auch RFS-Düsen. Nur eine Idee, aber ich glaube schon. Und das am besten. Moment. Das hier können wir noch abkoppeln, ne? Genau. Dann lassen wir uns hier das. Ist das hier? Ja, doch. Hier ist das Center of Mars. Da sind die Tanks ein bisschen ungünstig platziert, ne? Müssen wir zugeben. Wir verschieben das Ganze hier natürlich auch ein bisschen mit, aber nicht zu sehr. So. So. Und dann müssen wir hier am besten die Düsen dran machen. Perfekt. Okay. Soweit, so gut. Dann können wir den Rest wieder andocken. Dann verschiebt sich natürlich das, aber das ist uns ja egal. Wir wollen ja nur beim oberen. Soweit, so gut. Aber es ist so schlimm, dass ich hier sogar eine 1.1 draus machen muss, ey. Okay. Jetzt ist noch die Sache mit dem Ankoppeln. Kann man... Boah, das ist eine saudumme Idee, glaube ich. Aber kann man hier oben einen Entkoppler dran machen? Nee, weil das die Spitze ist, ne? Also wir müssten zumindest zwei dran machen. Nicht, weil wir zwei brauchen, sondern weil zwei zumindest dafür sorgen, dass der Luftwiderstand nicht zu krass wird. Wir können ja die auch noch ein bisschen mehr... bisschen mehr im Schiff versenken. So. Warum ist das Teil eigentlich so krumm, ey? Dieser Crew-Transporter. Aber ist egal. Okay. Speichern. Überschreiben. Also, wir haben... Oh Gott, ist das hässlich, ne? Ich entschuldige mich jetzt schon für die Optik von dem Teil. Und dafür, dass es vielleicht gleich nicht startet. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. So, wir geben mal nicht 100% Schub, weil wir brauchen nicht 100% Schub. Das gehört übrigens damit dazu, ne? Wir brauchen nicht 100% Schub, was wir brauchen ist SAS. Ah, guck mal. Und er kann jetzt die beiden. Oh, das ist mega gut. Er kann zwar nicht aufs Ziel ausrichten, aber er kann die beiden. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Let's go. Okay, wir haben deutlich mehr Schub, als wir bräuchten, ne? Können schon mal... Ich glaube, ich kann das Triebwerk hier erstmal echt rausnehmen, ne? Bis die Booster ausgebrannt sind. Weil wir wirklich viel Schub haben. Nee, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich habe vergessen, dass wir das für die Steuerung brauchen. Okay. Flug zurücksetzen, auf Start zurücksetzen. Ja, das war dumm. Das war dumm, das war dumm. Okay. Hä? Hä?
Ach, er hat das hier wieder auseinander. Oh, komm. Dein Ernst. So. Und Feuer. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir haben eine Menge Schub und eine Menge Treibstoff dabei. Und wir wollen nur in den Orbit. In den hohen Orbit, zugegeben. Aber nur ein Orbit. Meter pro Sekunde. Wird und durchbrechen jetzt schon die Schallmauer. Uiuiui. Finde ich nicht so angenehm. Wow, shit. Okay. Auf Start zurücksetzen. Das Problem. Ich habe das Problem, glaube ich, erkannt. Zu viel Schub. Müssen wir das... Okay, wir müssen nochmal kurz zum Fahrzeugbau. Wir müssen die Feststoffbooster ein bisschen drosseln. Sonst verhindern die, dass wir steuern können. Und zwar auf gute 50%, würde ich sogar sagen. Ja, auf 50% drosseln wir die. Das wird wieder eine ewig lange Folge, ne? Hallo? Okay, 1,3 bei vollem Schub. Das ist okay. Kann man vollen Schub geben. SRS ist an. Ja, ist an. Ist, glaube ich, besser so. So, also wir fliegen jetzt schon mal ganz leicht rüber. Und lassen dann das SRS den Gravity Turn von alleine fliegen. Wobei das den Gravity Turn ganz schön schnell rüberzieht. Ne, ne, das ist mir dann doch ein bisschen too fast. Too fast and too furious. Ist mir das. So, wir erreichen jetzt dann erst 300 Meter pro Sekunde. Also wir sind definitiv deutlich langsamer, was, glaube ich, deutlich besser ist auch. So, 7 Kilometer, 8, 9. Okay, jetzt können wir dann nochmal das SRS hier ein bisschen in Gravity Turn fliegen lassen. Jetzt sind wir besser unterwegs. So, wie sieht es denn hier aus? So, Feststoffbooster und tschüss. Habe ich das ein bisschen unterschätzt? Die Stufe ist gleich leer. Die Stufe ist gleich sowas von leer. Aus. Also, ich meine, wir brauchen ja einen relativ hohen Orbit, aber wir können ja erstmal nicht ganz so hoch fliegen. Die Frage ist, ob dafür überhaupt unser Schub, unser Sprit ausreicht. Sieht nämlich momentan nicht so aus. Holy. Jetzt ist die Frage, liegt das noch hier an der Berechnung wegen der Atmosphäre? Nee.
Okay. Hm. Das habe ich tatsächlich ziemlich mies kalkuliert. Das habe ich ziemlich mies kalkuliert. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Okay. Ja, hilft nichts. Viel zu wenig Treibstoff. Heißt, wenn wir einfach mehr Treibstoff mitnehmen, dann sollte alles gut werden. Mehr Treibstoff ist halt immer eine gute Sache, ne? Hier oben sind die Tanks. Das ist ein Problem, mehr Treibstoff. Aber egal welches Problem, mehr Treibstoff. Ich habe doch ein ganz anderes Problem, mehr Treibstoff. Das ändert aber unser Schub-Gewicht-Verhältnis jetzt ordentlich. Ja, ordentlich ist übertrieben. Weiter so reicht das? Hm. Ich habe lieber zu viel Sprit dabei, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich habe lieber zu viel Sprit dabei. Ist halt ja nichts Größeres, ne? Ja, okay. Es ist Overkill. Ich weiß es. Aber es ist ja nichts Größeres. Was will ich machen? Was will ich tun? So angekoppelt ist. Dann setzen wir die jetzt entsprechend weit nach unten. So. Die sind halt eigentlich für größere Raketen. Na, ihr kennt sie ja. Aber. Ups. Die Frage ist, kann man zu viel Schub haben? Ja. Das ist die Hauptfrage, die man sich stellen muss. Kann man überhaupt zu viel Schub haben? Und die Antwort darauf, die muss auf jeden Fall nein sein. So, da steht jetzt zwar 1,98, aber wir können einfach hier reingehen und sagen, pass auf, 70. 1,46, perfekt. Und die brennen dann auch noch 100.000 Jahre. Das obere Teil haben wir nicht verändert. Das hat jetzt nicht so einen riesen Impact hier gehabt. Deshalb mache ich es mal so und hoffe, dass es auch nicht so einen riesen Impact hat. So ist es nämlich nicht ganz so schlimm. Okay. Mal gucken, wie das Ding in jetzt fliegt. Mal gucken, wie es jetzt fliegt. So, maximaler Schub. SAS an. Ja. Autostrebe. Okay, ich glaube, ich muss die Autostrebe schon Flug zurücksetzen. Auf den Fahrzeug im Fahrzeugbau reinmachen. So. Autostrebe. Schwerstes Teil. Und hier unten mache ich vielleicht dann zusätzlich noch so manuelle Streben dran. Beziehungsweise ich glaube, der wechselt automatisch da drauf. Ne? Das habe ich gelernt. Struktur. Oder auch nicht. So. Gucken wir mal. Jetzt dürfte das nicht mehr so wobbeln. Sieht gut aus. Zack, zack, zack. Das startet. Die koppeln ab.
Das ganze Prozedere ist hier wie gehabt. SAS, nee, erstmal Schubmaximum, SAS an und Feuer. Okay. Warten wir mal auf 1 Kilometer und dann fangen wir an, leicht den Gravity Turn zu fliegen. So. Ja, wir müssen die Rakete schon mal ein bisschen in die Richtung kriegen. So dezent. Wir haben jetzt hinten natürlich relativ viel Gewicht, was es nicht mehr so leicht macht, was aber auch ein Flippen nicht mehr so leicht macht, ne? Muss man dazu sagen. So, die Feststoffbooster, die brennen noch einige Zeit. Die Atmosphäre wird zunehmend dünner, was gut ist. So. Wir sind zu schnell, aber wir sind relativ schnell, glaube ich, aus der Atmosphäre gleich draußen, was es dann weniger schlimm macht. Okay. Jetzt wird der Gravity Turn deutlich leichter, deutlich schneller vonstatten gehen, denke ich mal. Oh. Alter. Wir sind schon fast auf Zielbahn. Okay, das war jetzt viel Schub. Hui. Es ist die Frage, wie viel brauchen wir, um hier auf die Zielumlaufbahn zu kommen. Ne? Das ist nämlich noch nicht endgültig geklärt. So. So in die Richtung 1500. Ja, okay, wir haben genug dabei. Wir haben definitiv genug dabei. Ich habe gehofft, dass das SAS auch auf Manöver ausrichten kann, aber das kann wahrscheinlich auch nur das Bessere dann. Na? Aber das ist dann so. So, hier außerhalb der Atmosphäre ist jetzt eh egal, wie wir uns hier ausrichten. Das ist schon alles soweit in Ordnung. So, wir fliegen jetzt so hoch, aber ist ja auch egal. Das ist Treibstoffverschwendung, was ich mache. Also, ich weiß. Keine Sondensteuerung. Ich bin so dumm. Ja, was braucht eine Sonde wohl, um gesteuert werden zu können? Das sind diverse Fragen. Oh nein, ich habe so viel vergessen. Ne? Ich habe so viel vergessen. Also eine Sonde braucht schon mal Kommunikation. Okay, das ist vielleicht ein bisschen hardcore. Aber wir haben hier dieses neue Kommutron. Das ist doch cool. Das kann man jetzt hier dran machen. Und dann kann man das ausfahren, ne? Oh yeah. Okay, Antenne zum Ausfahren. Nice. Könnten zur Not noch eine andere, aber die wird schon funktionieren. Ne? Antenne zum Ausfahren, cool. Dann, was braucht eine Antenne, um funken zu können? Probably Strom. Elektrik. Das heißt, bauen hier am besten
Battery Packs. Können wir auch ein bisschen hier reinschieben. Dann gehen wir hier hin, dann koppeln wir nochmal das hier ab. Und blenden uns nochmal den Schwerpunkt hier ein. Genau, das habe ich mir gedacht. Das heißt, wir schieben die nämlich sowieso weiter hier nach oben. Naja. Optimalerweise ist der natürlich genau da. Die packen wir natürlich dahin. So. Und dann nochmal verstecken. Zack. Für mehr Aerodynamik. Das ist aber hart grenzwertig. Das ist hart grenzwertig. Und dann noch... hier. Chaka. Zwei Solarpanels. Wobei direkt an der Docking Luke ist auch kritisch. Ne? Hier unten ist besser. Okay. Dann können wir das wieder dran machen. Das interessiert nicht mehr. So. 100 Jahre später. Wir sind schon bei fast einer Stunde, aber ich möchte jetzt noch das Ding in den Orbit fliegen. Jetzt ist auch schon egal. Ihr kennt die Folgen ja. Die eskalieren gerne mal. SAS an, Schub an, Feuer. Ich meine, das, was wir jetzt an Zusatzgewicht dran haben, ich glaube, das ist irrelevant. Wobei, eine Sache habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe den Massenschwerpunkt zwar hier gesetzt, aber wenn der Sprit hier leer ist, dann ist der... Könnte auch ein Fehler gewesen sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, was mir ganz recht wäre, wenn wir dieses Mal vielleicht auch ein bisschen schräger reingehen. Nein, 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 nein. Wieso flippt die? Wieso flippt die Kacke? Hä? War es zu schräg? Okay. SAS, Anschub, Maximum. Okay. Haben wir jetzt eigentlich die Batterien dabei? Ja. Gut, das Gewicht ist ja trotzdem da, ne? Nur bei der Aerodynamik haben wir jetzt ein bisschen beschissen. Aber passt schon. Okay, also wir müssen schon ein ganzes Stück senkrecht nach oben. Das, glaube ich, haben wir gerade gelernt. Weil die neigt sehr zum Flippen, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht warum. So viel Gewicht haben wir doch auch nicht da oben, oder? Ja, schon, aber. So, wir sind noch in der Atmosphäre. Also hier dünner. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen... Ne? Okay, wir heizen uns da aber ganz schön auf, wenn wir das machen. Aber wir sind gleich raus aus der Atmosphäre. Also wir müssten das überstehen, die Hitze. Weg mit den Boostern. So, jetzt dürfte es deutlich einfacher sein. Map und Schub sofort ausmachen.
Ja, wir sind schon wieder hier an diesem Punkt. Wie letztes Mal. Genau, wir müssen den Orbit hier nicht so gut machen, damit wir halt auch aufholen können. Ja, diese Dinger da, aber ich bin schon froh, dass ich nicht der Einzige bin, der es immer hat, aber was soll denn das immer? Okay, machen wir so. Machen wir es so. Und bevor der Empfang komplett abreißt, würde ich sagen, klappen wir unsere Antenne aus. Und dann richten wir uns mal aus. Strom ist, glaube ich, momentan noch nicht so relevant. Ja. Also wir können die Solarpanels schon ausklappen, aber ich glaube, nötig ist es nicht. Aber egal. Was man hat, hat man, ne? Ist gar nicht so leicht, das hier auszurichten auf. Punkt. Irgendwie will das immer wieder nach hinten. Ich weiß gar nicht wieso. Gut, ich meine, wir haben hier so ein winziges Reaktionsrad wieder drin, ne? Aber das wird, sobald der fette Tank hier weg ist, übernimmt das locker den Job. Zündung in 30 Sekunden. Das sollte alles soweit möglich sein. So, 14 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Warum hält er das SAS? Ach, mein Gott, bin ich dumm. Weil das SAS hier rechtläufig. Ja, fliegen wollte. Das ist natürlich nicht der Plan gewesen. So, nach wie vor nicht effizient der Flug, ne? Um Gottes Willen, das ist absolut nicht effizient, so wie ich geflogen bin. Aber ich denke, wir haben genug Sprit dabei, dass wir uns das leisten können. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Müsste aber. Bam. So. 700 Meter pro Sekunde haben wir noch drin. Das sollte passen. Hier, das ist unser Rettungsschiff. Sieht eigentlich gar nicht so kacke aus, ne? Wenn man so möchte. Sieht eigentlich gar nicht so kacke aus. Was heißt hier eigentlich schon wieder Rettungsschiff? Das ist ja eigentlich auch falsch. So. Hier ist aber die Periapsis. Gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so. Ja, so gefällt es mir besser. So gefällt es mir besser. So, und dann können wir die Space Station noch als Ziel setzen. Ja, und dann heißt es in der nächsten Folge docken. Hey! Aber so ist es halt, ne? Das ist das Spiel. Aber ich denke, das sieht soweit ganz gut aus. Perfekt.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.